Hansa Fan TV, der offizielle YouTube-Kanal des FC Hansa Rostock. So, dann darf ich alle recht herzlich begrüßen im Presseraum der DKB Arena zu unserer heutigen außerplanmäßig kurzfristig einberufenen Pressekonferenz aus aktuellem Anlass. Der aktuelle Anlass sitzt neben mir. Heute ist es nicht nur wegen diesem aktuellen Anlass neben mir eine besondere Pressekonferenz. Wir übertragen heute auch diese Pressekonferenz zum ersten Mal live ins Internet. Deshalb möchte ich da auch alle Zuschauer begrüßen. Deshalb möchte ich auch alle bitten, heute die Fragen, die gestellt werden, sowie nach Spielen üblich mit dem Handmikro zu stellen, sodass es akustisch auch gut bei allen Zuhörern zu Hause ankommt. Bevor wir loslegen, dann noch so ein paar organisatorische Hinweise zum Ablauf. Zum einen werden alle, die hier auf dem Podium sitzen, zu Wort kommen. Wir werden das so machen wie in der letzten Saison üblich. Wenn die Fragen durch sind, wechseln wir einfach fliegend die Position, sodass wir dann die Mikros und Aufnahmegeräte nicht verrücken müssen. Danach, im Anschluss, wenn alle Fragen gestellt worden sind, werden wir hier kurz vor unserer Sponsorenwand ein offizielles Foto machen. Danach haben die Kollegen der TV- und Radiomedien sehr gerne die Möglichkeit, mit den Anwesenden noch ihre O-Töne aufzunehmen und die Pressefotografen anschließend noch außerhalb oder im Stadion Fotos zu machen. Ich möchte Sie aber bitten, dass wir das zügig durchmachen. Marc ist heute mit seiner Familie angereist und möchte noch nach Nürnberg zurückfahren, sodass wir, ich hoffe mal in einer Stunde durch sind mit der ganzen Prozedur. Bitte? Alles gut? Alles gut. Gut, eigentlich muss ich die Anwesenden hier auf dem Podium nicht vorstellen. Ich tue es das Anstandshalber trotzdem mal. Ganz links unser Manager Stefan Beinig, daneben unser Cheftrainer Peter Vollmann. Und zu meiner Linken begrüße ich und heiße recht herzlich willkommen im FC Hansa Rostock als vierten Neuzugang für die Saison, Marek Lindthal. Marek hat bei uns einen Zweijahresvertrag unterschrieben bis 30. Juni 2013 und wird in der kommenden Saison die Rückennummer 11 tragen. Und ich möchte auch dazu sagen, wir sind auch sehr froh und auch ein Stück weit stolz, dass Marek sich für den FC Hansa Rostock entschieden hat und bei uns spielt. Und würde auch gleich die erste Frage einstellen und dich einfach mal bitten zu beschreiben, wie das so in den letzten Wochen war, seit dem Abschied in Nürnberg und wie du die letzten Wochen so erlebt hast und jetzt auch sozusagen hier jetzt bei uns bei Hansa Rostock den Vertrag unterschrieben hast, wie das so für dich war. Bitte mal. Hallo, grüß Gott alle. Ja, wie war mein Abschied in Nürnberg? War schön, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe Jahre in diesem Verein, in diesem Club und ja, dieses Thema ist beendet. Ab heutigen Tag oder ab 1.7. bin ich Spieler bei FC Hansa und das freut mich sehr. Und die letzten Tage, letzte Woche war ein bisschen turbulent. Ich war fast jeden Tag in Kontakt mit Stefan Beinig und mit Trainer und einfach die zwei Personen haben mich überragen oder mit den Leuten habe ich, muss ich ehrlich sagen, ganz gute Gefühl von Anfang auch in unsere Kontakt, telefonische Kontakt und ich habe gesagt, okay, wenn das bleibt auch so in Zukunft, dann einfach will ich nach Hansa kommen, bin ich heute da und heute habe ich Vertrag unterschrieben, das freut mich riesig. So, dann bitte ich jetzt um Ihre Fragen, am besten mit dem Handmikro, der Kollege ist hier. Herr Mühlschwung, aus der Zeitung, bitte. Ja, Herr Winter, es werden ja sicherlich nicht nur die Anrufe gewesen sein und die schöne Stimme von Peter Vollmann und Stefan Beinig, die Sie dazu bewogen haben, in Rostock zu unterschreiben. Können Sie vielleicht mal zu den sportlichen und zu den persönlichen Gründen ein paar Sätze sagen, weshalb Sie sich entschieden haben, hier einen Vertrag für 2 Jahre zu unterschreiben? Es gab ja wohl auch einige andere Interessenten, insbesondere aus der zweiten Liga, die Sie gerne verpflichtet hätten. Von meiner Seite und meiner Meinung ist so, Hansa ist einfach Verein, welcher gehört in die zweite Liga, zweite und erste Bundesliga und die Spieler die überragende letztes Jahr Saison in dritte Liga mit Aufstieg, die sind wieder dort, wo dieser Verein gehört und für mich persönlich ist einfach ganz wichtig, wenn habe ich die Möglichkeit oder das Gefühl, in dieser jüngeren Mannschaft kann ich helfen und kriege ich wieder die Möglichkeit Fußball zu spielen und
das war für mich das Entscheidendste. Oliver Schubert dann? Ja. Herr Mitter, wie steht es mit Ihrer Gesundheit? Was können wir denn von Ihnen erwarten in den kommenden 2 Jahren? Meine Gesundheit, ich bin topfit. Ich habe seit 2006 oder nach Pokal 2007 Finale keine einzige Verletzung. Dann die letzten 4 Jahre bin ich echt topfit. Und ja, die letzten 1,5 Jahre habe ich nicht viel gespielt. Das stimmt, aber so mehr habe ich jetzt Lust wieder. Zum alle Leute zeigen, bin ich topfit und kann ich noch Fußball spielen. Und will ich auch. Noch eine Nachfrage. Sie haben schon selber gerade gesagt, eine sehr junge Mannschaft. Sie sind sich schon der Rolle auch bewusst, die Sie haben. Man spricht ja in Deutschland gerne von einem Leitwolf. Sind Sie bereit, diese Rolle anzunehmen, als jemand, der wirklich vorne wegmarschiert und die Jungs ein bisschen an die Hand nimmt? Ich denke, wann habe ich mit Fußball angefangen oder mit Profikarriere, war ich auch in gleicher Zeit, wie sind momentan diese Jungs oder viele, viele Junge in dieser Mannschaft. Und ich bin heute in Phase, wo bin ich 33, wo ist meine Aufgabe ein bisschen anders, aber freut mich riesig, wenn darf ich mit den Jungs Fußball spielen, wenn darf ich mit den Jungs kicken und was ist für mich entscheidend, die haben riesiges Interesse, die haben oder die sind hungrig und das ist für mich ganz wichtig. Sven Kliese dann, ja, Mitter, Sie haben die Jungs gerade angesprochen. Kennen Sie denn schon welche persönlich aus der Mannschaft oder haben Sie schon welche kennengelernt jetzt in dieser kurzen Zeit hier? In dieser kurzen Zeit habe ich noch niemanden getroffen, aber ich habe schon mehrere Mal auf die Internetseite geguckt, geschaut. Die Fotos, Autogramm, Karten, ein paar Namen kenne ich, aber habe ich noch leider keine persönlich getroffen. Das kommt nächste Woche. Adrian Wittmer von der Bildseite. Noch mal eine kleine Nachfrage nach dem Köder. Auch wenn es Spaß macht, mit den Jungs Fußball zu spielen, es gab auch das Gerücht, dass das Ausland, sprich die Emirate, mit wahrscheinlich mehr Geld gelockt haben. Was hat da den Ausschlag für andere gegeben? Geld ist nicht alles. Das ist meine Antwort. Ich bin sehr Familienmensch und einfach meine beiden Jungs sind in Deutschland geboren und für uns passt dieses Land fantastisch, wir sind sehr zufrieden und ich habe keinen Grund, dieses Land zum Wechsel, auch wenn Geld ist Geld, aber das ist in meinem Fall nicht das Wichtigste in Fußball. Gibt es weitere Fragen von Marek Winter? Dann nochmal eine kurze Nachfrage, Herr Witter von der Bildzeitung, dann. Ja, Stichwort Familie, die Reise von Nürnberg nach Rostock. Er hätte aber trotzdem fast nicht weiter sein können. Sind knapp 800 Kilometer. Die Familie, kommt die mit nach Rostock hoch oder wie wird das jetzt? Das ist genau 617 Kilometer. Okay. Und die Familie kommt. Die Familie, weil ich denke, das macht keinen Sinn, wenn Familie bleibt in Nürnberg und ich bin hier allein einfach. Ich bin Familienmensch und ich will meine Familie dabei sein. Und dann die ist auch dabei. Ja. Von Loro, bitte. Herr Mitter, wir freuen uns alle, dass Sie hier sind. Trotzdem möchte ich die Frage stellen, 2 Jahre haben Sie Vertrag unterschrieben bei Hansa, 33 macht man sich so an zum Gedanken, wie geht es weiter? Machen Sie sich schon Gedanken, wie geht es weiter? Bleiben Sie bei Hansa, geht es zurück nach Nürnberg? Wie sind da Ihre Vorstellungen, Stand heute? Was ist wichtig für mich? Ich will gesund bleiben. Ich will in jedem Tag, in jedem Spiel das Beste geben, was ich kann, für Hansa. Dass ich auch probiert, ich gebe immer alles. Und was kommt in Zukunft, das lasse ich einfach offen. Dann noch eine Nachfrage, kurze Nachfrage. Sie wären aber nicht abgeneigt, länger als 2 Jahre in Rostock zu bleiben. Dann kann ich auch mehrere Jahre in Rostock bleiben, dann bleibe ich gerne. Keine weiteren Fragen? Dann machen wir den Switch. Emma, können Sie noch mal tauschen? Ja. Vielen Dank, Marek Mitter. Gleichzeitig die Frage an unseren Cheftrainer Peter Vollmann.
wie Sie diesen Transfer sportlich bewerten und natürlich, wie der Spieler Marek Mintal in Ihr taktisches Konzept passt für die neue Saison. Ja, ich denke, das, was ich auch schon mal gesagt habe, ich glaube, viele Zweitligisten wären froh, wenn sie den Marek bekommen hätten. Wir freuen uns ganz besonders, eben auch wenn unser taktisches Konzept gut reinpasst. Wenn man die letzte Saison sieht, dann hat uns vorne so ein ruhender Pol gefehlt, der einfach auch mal in Stresssituationen damit umgehen kann und nicht gleich den Ball verliert, sondern einfach die nötige Qualität und die nötige Technik und Ruhe hat, auch mit dem Rücken zum Tor, da die entsprechenden Bälle nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten zu verteilen. Und ich glaube, das kann der Marek als hängende Spitze sehr gut machen. Und deswegen war das von immer ein Wunsch, so einen Spieler zu holen, dass es jetzt der Marek wird. Das haben wir von Anfang an eigentlich nicht gedacht, aber umso größer ist unsere Freude, dass es dann dazu gekommen ist. Und ich denke, dass er für uns mit seiner Erfahrung, mit seiner, das was er auch gerade gesagt hat, dass er noch richtig will, dass er nochmal auch zeigen will, dass er mehr als in Nürnberg wertvoll sein kann. Und da gehen wir von aus, ich besonders. Und ich glaube, und das ist ein ganz entscheidender Faktor, wo wir die ganzen, bei der Verpflichtung aller Spieler bei geachtet haben, auch im letzten Jahr, dass er menschlich einfach zu uns passt. Und diesen Eindruck haben wir in den Gesprächen gehabt, dass wir auch mit dem Marek Mintal ein Mensch dazu bekommen haben, der in unsere Mannschaft passt, der in diese Geschlossenheit, die Mannschaft momentan schon besitzt, weiter mit ausbauen wird, weiter mit Unterstützung wird. Und das, denke ich, wird so der entscheidende Punkt sein, der uns da auch wieder ein Stück weit nach vorne bringen wird, im Taktischen und auch im Bereich Geschlossenheit. Diese Dinge, die uns letztes Jahr stark gemacht haben, wird der Marek sicherlich als Führungspersönlichkeit mit unterstützen und auch mit übernehmen. Dann habe ich gesehen, Oliver Schubert nochmal. Ja, Herr Vollmann, die Tatsache, dass Sie heute schon da sind, Montag ist der Trainingsbeginn, Sie Ihren Urlaub entweder unterbrochen oder verkürzt haben, deutet darauf hin, dass Ihnen das sehr wichtig ist, dass Sie heute auch mit dabei sind. Heißt das, dass mit Marek Mintal Ihr Wunschspieler Nummer 1 verpflichtet worden ist? Ich denke, dass alle Verpflichtungen, die wir getätigt haben, wichtig für die Mannschaft sind. Und wünschen kann man sich eigentlich nur was zu Weihnachten. Aber trotzdem ist es eben für uns wichtige Position, gerade hinter den Spitzen, als hängende Spitze. Aber Timo Fertel, Timo Semmer, alles Spieler, die von der Wertigkeit genauso wie der Marek in unsere Mannschaft passen. Und das, was wir eigentlich immer gesagt haben, das ist eigentlich das Entscheidende, dass wir uns verstärken wollen. Wir wollen uns verstärken und nicht einfach die gleiche Qualität dazu holen. Und ich bin sicher, dass es bei Marek der Fall ist. Ich bin sicher, dass es bei Timo Semmer der Fall ist und bei Timo Pertl sicherlich auch. So dass wir drei Spieler dazu bekommen, die uns verstärken. Und das ist das Entscheidende. Das war unser Ziel von Anfang an. Pavel sowieso. Pavel Koster. Das war ja unsere erste Verpflichtung. Und wir haben jetzt diese Spieler, die uns da durchweg verstärken werden. Und das, denke ich mal, ist eine gute Voraussetzung, um auch diesen Effekt, den man durch Neuverpflichtungen erreichen will, nämlich sich zu verbessern, sich zu verstärken, dass wir den jetzt mit den vier Verpflichtungen auch erreicht haben. Steffen Baxelheim, danach. Herr Vollmann, es hieß vor der Saison, 4 Neuverpflichtungen sind geplant und sind 4 Leute da. Sind die personellen Planungen damit abgeschlossen? Ja. Jetzt Sven Wiese, Antenne Mecklenburg-Vorpommern. Der Spitzname von Marek Mintal ist ja das Phantom. Und ich kann mich an einige Spiele erinnern, wo er in der Hansa Rostock regelrecht abgeschossen hat. Er hat jetzt die Chance, Wiedergutmachung zu leisten. Wann wäre diese Wiedergutmachung denn vollzogen? Ich denke, das Wichtigste ist, dass das der Marek schon gesagt hat, dass er gesund bleibt. Wenn er gesund bleibt, dann ist er auch fit. Und dann kann er diese Dinge alle nachvollziehen, nachholen. Aber ich betone nochmal, und der Marek weiß das auch, wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team. Und das wird auch im nächsten Jahr so bleiben, auch wenn der Marek dabei ist. Und das ist das Allerwichtigste, dass wir die Geschlossenheit, das was ich immer sage, die Geschlossenheit ist das höchste Gut einer Mannschaft. Da wird der Marek seine Leistung und seine Persönlichkeit mit einbringen.
Und das ist das Entscheidende, was uns hier im letzten Jahr stark gemacht hat. Und so wird es auch dieses Jahr sein. Ich schaue mich um. Gibt es noch Fragen an den Trainer? Keine. Dann der letzte Switch. Dann bitte ich meinen Manager Stefan Weinlich auf den heißen Stuhl. Meine Frage wäre jetzt an unseren Manager Stefan Weinlich, wie der Kontakt zustande kam zu Marek und wie ihr das bewerkstelligt habt, Marek zu überzeugen, zu uns zum FC Hansa Rostock zu kommen. Bitte schön. Wo ist jetzt hier drauf drin? Ist schon an. Ja, das war ein Gespräch mit dem Berater zuerst, der mich angerufen hat, wie wir uns ausgetauscht haben, ob das eine Möglichkeit wäre, Marek nach Rostock zu holen. Er hat sofort mit Marek Kontakt aufgenommen. Danach habe ich sehr zügig eine SMS bekommen, wo drin stand, er kann sich das sehr, sehr gut vorstellen. Danach habe ich Kontakt zu ihm aufgenommen mit dem Trainer zusammen. Und es war eigentlich relativ schnell klar, dass das funktionieren kann. Und wir sind natürlich sehr froh und auch stolz, dass es letztendlich auch so gekommen ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Denn ich denke, das Wichtigste ist, wie es der Trainer auch schon formuliert hatte, dass wir die Mannschaft verstärken wollten und dass es uns mit diesen Verpflichtungen gelungen. Gibt es Fragen an Stefan Weinlich? Oh, Oliver Schubert, bitte. Wir werden mit Sicherheit keine Details erfahren, aber trotzdem die Nachfrage, muss der die finanziellen Schmerzgrenzen gehen, um so einen Spieler zu verpflichten, weil der Name steht ja für Qualität, das ist ja völlig unbestritten, oder? Das ist richtig, ja. Wir haben ein gewisses Budget vorhanden und das haben wir nicht überschritten. Danke, Herr Mittal. Gerne, bitte. Weitere Fragen? Adrian Wittmann noch, in Zeitung, bitte. Ich habe gesagt, bei Neuverpflichtungen brauchen wir eigentlich schönes Wetter, damit wir mal durch Warnemünde ziehen können. Ist das so passiert? Nein, leider nicht. Es regnet heute. Aber ich denke, der Marek war einige Male schon in Rostock gewesen. Ich glaube auch, dass bei einigen Spielen die Sonne schien. Meistens, denke ich, in Warnemünde übernachtet wurde. Vor ein paar Jahren im Hübner, weil da war ich abends da. Habe einen Freund von mir besucht, der bei Nürnberg Trainer ist. Und er kennt auch Rostock bei Sonnenschein. Aber ich glaube, das Entscheidende ist dann für ihn, die sportliche Herausforderung einmal noch zu zeigen, was in ihm steckt, was er für Qualitäten hat. Und er weiß, dass hier in Rostock, wie auch in Mecklenburg-Vorpommern, die Lebensqualität sehr, sehr hoch ist, auch wenn es mal regnet, wie heute. Und Schuhe halt nochmal bitte. Gibt es eine Erwartungshaltung an Marek Mittal? Die Rückennummer 11, sollte er mindestens so viel Tore auch machen? Nein, die gibt es definitiv nicht für uns. Es ist ganz wichtig, wie es der Trainer auch formuliert hat, dass er Teil dieser Mannschaft ist, aber ein Teil, der die Führungsarbeit mit übernehmen muss, soll und auch kann. Und der dann natürlich gerade in schwierigen Situationen ein bisschen Halt den Nebenleuten gibt durch seine Erfahrung. Und was Tore angeht, hat bisher regelmäßig bewiesen, dass er für viele Tore gut ist. Und wenn letztendlich seine Spielweise uns weiterhilft und wir damit die Klassenerhalt schaffen, dann hat er uns schon sehr, sehr viel geholfen. Herr Jordan, bitte. Wo ist die Anzeige? Ja, wir erinnern uns ja noch an die Zeit, als in Nürnberg Nürnberg umgetauft wurde und man damals von FC Mintal gesprochen hat. Stefan Weinlich, glauben Sie, dass es so eine Rückkehr nochmal geben kann mit Marek Mintal, dass er zu einer Form nochmal auflaufen könnte, Ihr Behandler? Davon sind wir überzeugt, sonst hätten wir nicht verpflichtet. Ich schaue mich um. Keine weiteren Fragen? Beende ich jetzt den offiziellen Teil der Pressekonferenz, was die Fragen angeht. Wir machen jetzt einmal unser obligatorisches Foto.
dann können die Kollegen sehr, sehr gerne die O-Töne aufnehmen. Dankeschön erstmal.